Güstrow erleben. Gewohnt anders. Mit der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Lateinamerikanische Klänge gibt es in der Güstrower Pfarrkirche zu hören. Der Posaunenchor aus Temperley, Argentinien, wird unter Leitung des Landesposaunenwarts Martin Huss gemeinsam mit Bläsern aus MV dort spielen. Der Chor unternimmt gerade eine Konzertreise durch Deutschland und die Schweiz. Die Berliner Literaturwissenschaftlerin Dr. Barbara Schubert-Felmi spricht im Güstrower Schloss über Alfred Welms Roman Morisco, ein literarisches Meisterwerk aus den letzten Jahren der DDR. Die Handlung ist zu weiten Teilen genau in diesem angesiedelt, dessen Name jedoch an keiner Stelle fällt. Interessierte sind herzlich willkommen, der Eintritt kostet 3 Euro. Am Kindertag sind Groß und Klein im Wildpark willkommen. Safari in der Wildnis lautet das Motto des VR-Kindertages. Mitmachaktionen stehen ebenso wie tierische Begegnungen auf dem Programm. Manege frei heißt es bei Mitmachzirkus, wo man jonglieren, balancieren oder auch zweibeinige Tiere dressieren kann. Erleben Sie Güstrow! Mit freundlicher Unterstützung der Wohnungsgesellschaft Güstrow. Informationen zur WGG erhalten Sie unter 03843 7500 oder auf www.wgg-güstrow.de.